Ja, also die Entscheidung für das E-Auto ist gefallen dadurch, dass ich einfach technisch interessiert bin an dem Thema, habe mich schon jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt. Und jetzt ist einfach die Zeit, dass es auch keinen Weg mehr zurück gibt an der Elektromobilität. Die Technik ist ausgereift, wird weiterentwickelt, sicher, aber ist auf jeden Fall alltagstauglich. Also die ersten Überlegungen sollten sein, fahre ich eher Langstrecke oder Kurzstrecke, dann würde ich dann ausmachen, ob ich einen größeren oder kleineren Akku benötige. Dann, wo kann ich laden? Ist es direkt bei mir am Haus möglich, per Wallbox oder in der Nähe öffentlich? Ist alles möglich. Ja, wir sind Mieter hier im Immergrün. Dort haben wir die Möglichkeit, öffentlich zu laden. Hier nebenan ist gleich eine öffentliche Ladestation bzw. 4 Ladepunkte. Ist unweit von der Wohnung entfernt. Selber haben wir keine Wallbox. Und wenn wir unterwegs sind, laden wir auch öffentlich, entweder am Schnelllader an der Autobahn oder in der Stadt, bei Kinobesuchen, Zoobesuchen, im Restaurantbesuch. Überall ist es möglich, das Auto anzustecken und zu laden. Also für die Anschaffung sprechen zum einen die Förderung, die man für das Elektroauto bekommt, aber auch für die Wallbox, die man zu Hause installieren kann, wenn man möchte. Zudem sind die Ladestrompreise günstiger als Benzin und Diesel. Es ist oftmals so, dass man auch kostenlos parken kann, zumindest hier in Jena, aber auch in anderen Städten habe ich das schon erlebt. Und ansonsten auf jeden Fall die Innovation und die Zukunftssicherheit würde ich als Punkt nennen, die für die E-Mobilität sprechen. Die verrückteste Frage unter anderem war die Frage, ob man mit einem Elektroauto im Werk kommt. Da musste ich drüber lachen, weil Elektroautos in der Regel viel leistungsstärker sind als vergleichbare Verbrenner, weil eben die Leistung aus dem Akku kommt und je größer der Akku ist, desto mehr Leistung hat das Auto. Eine weitere Frage war, die mir gestellt wurde, ob man eine Zwischenübernachtung buchen muss, um ans Ziel zu kommen. Da musste ich auch drüber lachen, weil es ja möglich ist, über die Schnelllader, die an jeder Autobahn, Raststätte stehen, ausreichend nachzuladen. Dort ist man so, wenn man von 20 auf 80% lädt, so bei 40 Minuten bei unserem Auto dabei. Bei anderen Autos, den neueren Modellen, geht das weitaus schneller.